Jetzt bauen wir uns noch einen kleinen Test für unseren neu erschaffenen Webservice, damit Sie auch sehen können, wie man clientseitig so etwas nutzt. Und dafür erzeugen wir uns jetzt hier einfach eine kleine Testklasse. Nennen wir sie TestRestHello. Der können wir durchaus einen Main geben, denn diese Testklasse soll ja nachher alleine laufen. Zunächst einmal definieren wir uns jetzt hier einige private statische Strings. Aus denen können wir dann nachher unseren kompletten Pfad zusammenbauen. Das sind genau die Bestandteile, die wir gesehen haben, als wir unsere RestHello Application von Hand aufgerufen haben. Erstmal Tomcat Base URI. Das sollten wir auf localhost 8080 festlegen, da wo unser Tomcat normalerweise lauscht. Wir brauchen dann noch den Projektpfad. Das ist bei Eclipse etwas tricky, dass sie eben den Projektnamen da mit drin haben. Dann brauchen sie den Application Path. Den haben sie ja in ihrer RestHello Application definiert. War hier einfach REST. Wir definieren jetzt der Einfachheit halber alles ohne Slashes, um sicherzustellen, dass wir das einheitlich haben, und setzen die Slashes beim Konkatenieren selbst dazwischen. So, aus denen sollten wir, wenn wir nachher einen Webservice-Client benutzen, einen URI bauen. Ich mache das jetzt hier mal zweigeteilt und baue hier drin die Basis-URI für unseren Applikationszugriff und werde am Schluss den eigentlichen Ressourcenpfad noch anhängen. Da sehen Sie, wie Sie das Ganze auch selbst on the fly zusammenbauen könnten. Wir müssen jetzt noch den einfachen JavaNet-URI importieren und jetzt brauchen wir hier unseren UI-Builder und können jetzt hier unsere Pfade konkatenieren. Mit den Slashes dazwischen. So, und jetzt müssen wir das Ganze noch tatsächlich zu einer URI bauen. Da brauchen wir nichts angeben. Dann sind wir fertig. So, jetzt können wir diese URI einsetzen und können hier uns einen neuen Client zunächst mal erzeugen in der eigentlichen Methode main, die die Arbeit leistet. Client bekommt man in dem Falle von einem Client Builder. Und der liefert uns über New Client genau diesen passenden Client. Müssen wir jetzt hier noch passend importieren. Jetzt brauchen wir für diesen Client ein Web Target, das er dann tatsächlich benutzen kann. Wir bauen also jetzt noch ein Web-Target. Sie sehen, diese Target-Methode nimmt jetzt genau unsere
Station Base URI entgegen. Sie importieren diese Methode. Sollten wir Private Static machen, damit man drauf zugreifen kann aus der Static Main. Und jetzt können wir hier drauf entsprechend Dinge ausführen. Wir geben es einfach an System Out aus. Können jetzt genau unseren Ressourcenpfad hier noch anhängen. Das war es, was ich Ihnen zeigen wollte. So können Sie dann, wenn Sie das gebildet haben, auch auf unterschiedliche Ressourcen dahinter jeweils nacheinander zugreifen. Darauf bauen wir einen Request. Dem Request können wir jetzt genau bei Accept sagen, welche Media Types wir akzeptieren. Jetzt können wir erst einmal den Text Plane greifen. Und dann führen wir einen Get Request aus. Wir können jetzt noch angeben, dass wir einen String erwarten. Das nächste unterscheidet sich im Grunde ja nur im Media Type, den wir hier auf Text.html setzen, und dann testen wir tatsächlich beides. Nachdem unser Application Server mit der kleinen Applikation hier noch läuft, können wir jetzt einfach das Test REST Hello laufen lassen mit Run As als Java Application, und wir sehen, dass wir den Text und das HTML hier wieder zurückbekommen. Genauso wie wir es erwarten. Wir könnten uns auch, wenn Sie sich die Media-Type-Liste anschauen, durchaus XML erzeugen lassen oder JSON oder ähnliches. Da bietet Ihnen Jersey eine breite Unterstützung an. Aber soweit haben wir erstmal einen Basis-Client geschaffen, der einen ganz einfachen RESTful Web Service, in unserem Fall das REST Hello, testen kann und die Ergebnisse anzeigt.